Bayerns FDP debattiert über Ende der Ampel. FDP-Landeschef Martin Hagen fordert den Ausstieg seiner Partei aus der Ampelkoalition. Wörtlich sagte er gegenüber der Augsburger Allgemeinen, man muss auch irgendwann bereit sein, den Stecker zu ziehen. Die FDP werde seit 3 Jahren bei jeder Landtagswahl abgestraft. In Brandenburg landete die FDP mit 0,8% weit hinter der Tierschutzpartei.